Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch hier aus dem sonnigen Norden. Die frisch gepresste Ausgabe hat natürlich Themen von Bedeutung, und zwar die AGM in Dubai. Da haben wir noch ein Thema gefunden. Und zwar sagte Kollege Kirby, CEO von United, Low-Cost, also Ultra-Low-Cost-Carrier, sind irgendwie problematisch und werden aussterben. Wie Dinosaurier, das sind jetzt meine Worte, aber so hat er sich sinngemäß ausgedrückt. Dann haben wir einen Problemlöser, der in Neu-Isenburg sitzt. Das ist Condor. Condor fliegt von Berlin aus nach Dubai für Emirates. Der Vertrag ist jetzt unterschrieben worden, natürlich pressewirksam bei der ILA. Wir haben dann nochmal einen Meilendeal, den wir uns genau angucken mit den Avios, weil ich da heute auch schon wieder eine Frage zu hatte. Soll man Avios bei Qatar Airways kaufen? Ja oder nein, mit 50% Rabatt. Wir haben dann Flydeal, ein Low-Cost-Carrier aus Saudi-Arabien, der will auf Langstrecke gehen. Und wir haben Boeing. Der Boeing-Chef muss vor den Senat. Also wieder viele frisch gepresste Themen für euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und macht euch mental auf den morgigen Stammtisch bereit. Ich habe mein Ticket schon gebucht. Ich habe quasi mein Check-in. Habe ich ein Check-in schon gemacht? Nee, Check-in muss ich machen. Und ihr müsst wie immer den Kanal abonnieren und Glocke und Like und kommentieren. Das ist das Mindeste. Oder morgen zum Stammtisch. Das erste Thema ist hier Condor. Und Condor hilft den Freunden aus Dubai und hat auf der ILA einen Vertrag unterschrieben. Und da gibt es natürlich auch eine Foto. So sieht das aus. Und zwar auf dem Foto ist es natürlich interessant zu sehen, was da passiert. Und zwar ist es so, dass die deutsche Hauptstadt natürlich schon lange bei Emirates auf der Wunschliste ist. Und man schickt ja auch immer einen der besten und neuesten A380er aus Dubai nach Berlin insgesamt mit der Crew, um da dann auch wirklich zu zeigen, wir wollen. Aber die Bundesregierung hat wie immer gesagt, nö, kommst nicht rein. Und Emirates ist halt stuck. Die müssen halt mit den vier Flughäfen, die sie anfliegen, Vorlieb nehmen. Das ist natürlich Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München. Und sie dürfen nicht auf Nummer 5 Berlin, sie dürfen nicht Stuttgart. Ist natürlich ein bisschen unhübsch im Vergleich zu Katar, die quasi fast alles dürfen laut dem neuen Vertrag. Und deshalb hat man sich jetzt der Hilfe angenommen von dessen, dass Condor das macht. Man hatte das ja damals bei Etihad auch gesehen und Air Berlin, dass die quasi Zubringer machen sollten. Jetzt ist der Vertrag unterschrieben, ihr seht das ja. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass es Berlin natürlich gut tut. Berlin, viele sind böse über diese Geschichte in Berlin, dass Lufthansa Berlin so vernachlässigt und dann auch eine Art Emirates Block oder aber auch ein Konkurrenzblock ist, wenn es darum geht, dass man andere Fluggesellschaften in Deutschland ansässig werden lässt. Denn Lufthansa macht Lobbyarbeit ohne Ende. Die haben in Berlin Lobbyisten sitzen. Die haben auch, bei der Condor ist ja der CEO, der ehemalige Cheflobbyist der Lufthansa als Brüssel Airlines CEO damals, der er war. Und es ist halt so, dass es da wirklich harte Arbeit gibt. Und das macht natürlich im Moment immer noch in der EU die CEO von Brussels. Und in Deutschland haben wir in Berlin ja auch jemanden, Kai, wenn ich das richtig im Kopf habe, Kai Lindemann, ich verwechsel die immer, die beiden. Aber auf jeden Fall aus der Welt und Kaiserstadt. Ist Goslar Kaiserstadt, Mario? Also auf jeden Fall aus Goslar. Und da muss man einfach mal schauen, dass man da natürlich das aufbricht. Und Condor ist ja da prädestiniert. Die einzige Frage, die sich halt wirklich stellt, ist, dass man, wenn man diese Lobbyarbeit dort verhindern will mit der Condor-Hilfe, ob die Condor mit der 320 auch ein Produkt bringt, was auf Emirates-Niveau ist. Der 330er eventuell so ein bisschen pari. Aber so wie man hört, sollte der 330er da gar nicht hinkommen. Und der Codeshare ist halt wirklich so, dass man sich bei der Allianz dann auch weiter nach Mallorca einklingt. Also das heißt, dass von Berlin aus die Condor dann den Emirates-Feeder nutzen kann, dass die Leute also dann von Dubai oder von woanders, von Indien über Dubai dann dahin kommen. Wird eine interessante Geschichte in meinen Augen, was da passiert. Und
ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, weil die lose Form der Partnerschaft, das ist es ja, die sind ja nicht in der Allianz zusammen, die haben einfach nur ein Co-Chair-Abkommen, wie weit das einfach eine Basis sein kann für mehr. Vielleicht, dass Emirates da halt Gas gibt, aber es spricht auch etwas dagegen, dass man bei Emirates dann zur Star Alliance geht, langfristig vielleicht, weil wenn man die Condor auf der Seite hat, verärgert man ja die Lufthansa. Und man sieht ja auch, dass im Golf sehr, sehr viel Bewegung ist im Moment, was da passiert mit den Fluggesellschaften, weil natürlich dort auch neue Fluggesellschaften aus dem Boden schießen. Und eine neue Fluggesellschaft ist Flydeal. Ich habe aus Versehen direkt Fly Dubai geschrieben, weil ich hatte die irgendwie gar nicht auf Kette. Das ist ja eine Fluggesellschaft, die ja aus Saudi-Arabien ist, die im Billigsektor da ist, ein Günstigflieger, wie das so schön heißt, ein Low-Cost-Carrier. Und die wollen jetzt Langstrecke und die evaluieren, inwieweit sie da Flugzeuge jetzt bestellen bei Airbus. Und da ist wohl der 330-900 im Gespräch. Man schaut sich das Ganze an. Und was auch spannend ist bei der Geschichte, das muss man halt wirklich sagen, dass die 12320 Neo plus 92321 Neo haben. Denn die sind ja erstmal in der Pipeline von Saudia. Und Flydeal ist ja nichts anderes als eine Tochter der Saudia. Und ich denke mal, dass man den Betrieb von 10, 15 oder 20 Langstreckenflugzeugen, so wie das der CEO, und das ist im Moment der Stephen Greenway, Reuters gesagt hat, dass man sich einfach Angebote reinholt. Und es ist natürlich nicht nur der 330-900, sondern man holt das auch von der 787 ein und guckt, was da geht. Und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Zumal man ja aus Saudi-Arabien hört, man hätte mehr A320-21er bestellt, wenn die Slots da gewesen wären. Vielleicht wären es jetzt 737er auch zusätzlich, weil Boeing halt irgendwie ja liefern kann, aus Gründen. Ihr könnt ja mal dazu die Frage des Tages beantworten. Und zwar einmal, wie findet ihr natürlich Condor als Zubringer für Emirates? Und vor allem, sollte es beim 320er bleiben von Airbus oder sagt ihr, ich hoffe auf den Airbus A330, denn die Freunde in Berlin sind so stark. Und das ist jetzt übrigens auch so der Lackmustest, ob man sagen kann, Lufthansa irrt sich, dass Berlin einfach so schlecht ist. Weil man sagt ja auch in München, ich hatte gestern die Zahl, glaube ich, über 70% kommt aus dem Münchner Umland, wird da selber rausrekrutiert, dass halt Berlin gar nicht dieses leisten kann. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr dazu schreibt, was ihr unten kommentiert und vielleicht auch ein Thema für den Berliner Stammtisch morgen. Was auch ein Thema für den Stammtisch ist, ist, wenn Leute sich über Low-Cost-Carrier unterhalten, die eigentlich selber Legacy-Carrier-Piloten und CEOs sind. Und hier geht es halt wirklich darum, dass Scott Kirby, der ja vorher auch bei den Freunden war bei US Airways, war ja auch bei dem Kollegen, der bei American Airlines war, wie hieß er jetzt nochmal? Kaum ist er weg, ist der Name schon, Doug Parker, ist der Name vergessen, nicht ganz so schlimm. Aber Scott Kirby hat halt im Rahmen der AGM nochmal in Dubai gesagt, dass die Low-Cost-Carrier einen Systemfehler haben und dieser Systemfehler wird sie halt aussterben lassen. Ich habe dir jetzt dazu gesagt, wie Dinosaurier, das sind meine Worte, aber er sagt, dass er natürlich als CEO einer der größten Fluggesellschaften der Welt einen besonderen Blick drauf hat. Und er sagte, dass ein Hauptproblem die kundenunfreundlichen Regulierungen sind bei den Low-Cost-Carriern. Heißt also, dass die Kunden da einfach dann keinen Bock mehr drauf haben. Weiter geht er darauf ein und sagt, dass die Legacy-Carrier ein wesentlich größeres Netzwerk haben und vor allem, dass Frequent Flyer Programm, also quasi das Kundenbindungsprogramm, bringt den Unterschied. Auch ein weiterer Unterschied ist Premium-Produkte. Und United investiert Milliarden in Technologie, also in Apps und so weiter, dass man halt auch in den USA die beste Aviation-App hat. Und mittlerweile sind ja alle auf Digitalisierung und auf diesen Zug aufgesprungen. Lustigerweise, British Airways geht ja von dem Buchungssystem, was sie eingeführt hatten, um es einfacher zu machen, um Leute zu beschäftigen mit weniger Können, in Anführungsstrichen, also weniger Schulungsbedarf, um es korrekt zu sagen, die Leute sind ja nicht dumm, dass man das halt weniger macht, aber das ist ein anderes Thema.
Und dann ist es so, dass man natürlich die Kundenzufriedenheit stärken möchte und indem man die Aufgaben der Mitarbeiter simplifiziert. Aber deshalb habe ich das ja auch gesagt mit British Airways. Da hat man ja auch über die Amadeus Altea-Maske das gezogen. Das hat ja mehr Probleme bereitet und auch mehr Kosten gebracht, als es in Ersparnissen gebracht hat. Also auch hier wieder mal so ein CEO-Vorschlag, der einfach zu teuer war. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht und wie es aus eurer Sicht ist, dass diese Ultra-Low-Cost-Carrier auch gerade mit ihrem Geschäftsmodell teilweise ein bisschen wechseln. Das heißt also, dass sie halt auch in den Premium-Markt reinkommen, indem sie eine Business-Class haben und damit quasi ein Hybrid-Konstrukt werden. Wir haben ja ein Hybrid-Konstrukt in Europa auch selber mit Air Baltic. Air Baltic ist zwar kein Ultra-Low-Cost, würde ich sagen, aber sie sind halt schon ein Billiganbieter, in Anführungsstrichen, der halt wirklich da, auf der einen Seite mit Economy-Class-Tickets um die Ecke kommt, die halt wirklich günstig sind, aber in der Business-Class sind sie fast bei den Preisen von den anderen. Aber sie sind halt auch Entrepreneurs und, wie nennt man das, Interrupter. Also sie wollen das werden und gab es da ja ein interessantes Interview, auch glaube ich gerade in Dubai mit Martin Gauss, dass der gesagt hat, dass die einzige Airline sind, die verdoppeln können. Naja gut, wenn ich knapp 50 Flugzeuge habe und auf 100 verdoppel, das ist halt einfach. Aber wenn Lufthansa verdoppeln will von 700 oder was die haben auf 1400, ist schon schwierig. Und das sieht man ja auch bei Turkish Airlines. Aber zurück zu den Low-Cost-Carriern. Und da ist es so, dass die Amerikaner da sagen, man muss auch von zwei Dingen bei Flugtickets wegkommen. Das ist einmal die Gebühren, wenn man etwas ein Ticket ändert. Und das andere ist, dass das Low-Cost-Produkt halt auch mit den Billiganbietern mithalten kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum bei WestJet diese Barebone, wie das so schön heißt, also bis auf die Knochen reduzierte Fair kommen ist, dass man da halt wirklich nur noch das blanke Leben mit ins Flugzeug nehmen darf und eine kleine Tasche unter dem Vordersitz. Auch sind die Technologievorteile, die man bei den großen Carriern hat, aus seinen Augen ein Vorteil, den man halt da ziehen kann. Wobei ich aber sagen muss, dass das Argument, dass die Gewinne der Low-Cost-Carrier und der anderen sich halt sehr genähert haben. Ja gut, aber die Frage ist halt, was passiert, wenn die Luft wieder dünner wird und wenn es dann um die Kosten geht, weil dann haben die Fluggesellschaften, die Legacy Carrier sind, halt wesentlich mehr zu bezahlen, obwohl weniger Umsatz da ist. Also insofern selbst Emirates mit 85% Auslastung im Moment machen Gewinne, weil die Preise hoch sind. Wobei 85% ist schon eine gute Auslastung, wenn man ehrlich ist. Gut. Da seid ihr wieder gefragt, was ist euer Gedankengang dazu? Sagt ihr, dass die Ultra-Low-Cost-Carrier wie die Dinosaurier den Sittich machen? Oder ist das nur ein Wunschdenken von einem CEO, der ein Legacy-Carrier ist? Wo viele auch Wunschdenken hatten, das war bei Boeing, dass man Geld sparen kann, wenn man alles so presst und guckt, dass man da möglichst viel outsourced und die Kosten halt drücken kann, aber das ist halt ins Auge gelaufen. Und jetzt ist es halt so, dass der US-Senat Dave Calhoun, der ist ja noch bei der Veranstaltung etwas länger, bis zum Ende des Jahres, glaube ich, und der muss zum Ermittlungsausschuss für den 18. Juni. Der hat einen Termin. Du, sorry, am 18. Juni kann ich nicht. Ich muss nach Washington. Aber das Gute ist ja, er ist ja in Virginia mit seinem Firmensitz, der wollte ja nah an Washington sein, heißt also, er kann da dann gemütlich hinfahren, braucht nicht fliegen und dass man natürlich die Sicherheit und den Aktienkurs vor die Qualität gestellt hat, ist ja kein Geheimnis mehr, ne? Also das ist jetzt halt so und auch der Whistleblower, der ausgesagt hat, hat ja da einiges beigetragen, dass bei Boeing jetzt hoffentlich dieser Kultur Änderung kommt und dass man da wirklich dann auch durchgreift und denen die Schläge gibt, damit sie dann auch wieder so funktionieren, wie sie es sollen. Gott sei Dank ist es so, dass bei dem letzten Türstopfen oder Türblenden-Incident keiner ums Leben gekommen ist, aber natürlich, das sind zwei Flugzeuge abgestürzt aus der MAX-Serie und das ist natürlich dann
schon ein Thema. Und dass man das immer noch aufarbeiten muss, finde ich schwierig. Was auch schwierig ist, ist für den einen oder anderen zu sehen, ob man Punkte, Meilenaktionen kaufen soll. Also das heißt, ob man Punkte kaufen soll bei Qatar Airways jetzt mit der Aktion, die geben 50% Bonus. Man kann ja bei denen maximal 250.000 Punkte kaufen. 50% wären 125.000, wären 375.000 zusammen. Kostet in den USA 5.750 Dollar, ist eher teuer. In den USA ist es auch ist meistens teurer, aber da kann man auch meistens mehr Meilen kaufen, das nur so als Hinweis. Und es ist halt für den einen oder anderen Rand, dass man halt die Qatar-Meilen dann zu BA oder zu Iberia bringt oder jetzt aber auch seit neuestem über die BA auch zu Finnair. Und da kam halt heute auch die Diskussion auf, ob man die Punkte kaufen sollte oder nicht. Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, nee, lieber nicht kaufen bei dem Preis, weil es einfach zu teuer ist, weil man die Avios auch günstiger bekommen kann. Und da gibt es halt zum Beispiel bei British Airways den Avios Booster. Dann gibt es da natürlich auch die Sales, wo man halt den für 1,2 Euro-Cents nämlich kaufen kann, den Avios bei British Airways. Und deshalb ist es halt wirklich so, dass Privilege Club in Form von Avios-Verkauf doch eine teure Apotheke ist und das sollte man deshalb nicht tun, auch wenn man einen Use Case hat. Und wenn man sein Kontingent vielleicht ausgeschöpft hat und die unbedingt braucht, ein paar, dann ja. Aber man müsste mindestens, glaube ich, um den 50% Bonus kaufen zu können, gibt es einen mindestens, wo haben wir es? Nee, steht kein Mindest drin, aber da ist halt immer noch der Preis 1,53 Cent. Also ihr seht, dass er also wesentlich teurer ist pro Avios. Also hier von mir nein, ganz klar. Das letzte Thema, was wir haben, ist ein lustiges Thema in meinen Augen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Und zwar die Partnerschaft zwischen Starbucks Kundenbindungsprogramm und Delta SkyMiles. So. Und wie läuft diese Partnerschaft ab? Und zwar die Partnerschaft ist relativ easy, wenn man zum Beispiel bei den Freunden von, hier haben wir es, von Starbucks Guthaben kauft. Heißt also, wenn man da 25 bis 49,99 Dollar kauft, dann bekommt man bei denen 25 Meilen. Also es macht da Sinn, zweimal 50 zu kaufen, weil dann würde man nämlich 70, 75 kriegen. Das nur so als Hinweis. Aber wenn man 100 halt kauft, sieht man, dass hier das Ganze dann verdoppelt wird. Und das sind dann 200 Meilen. Das ist jetzt natürlich nicht viel. Und man sieht das jetzt auch wirklich, dass das jetzt nicht, das ist jetzt nicht wirklich so, dass das tipptopp ist. Aber es ist halt lustig, weil ich nicht Starbucks zum Beispiel als Partnerprogramm von Delta gesehen habe. Und umgekehrt, weil es halt aus den verschiedenen Bereichen ist. Wenn man Hotellerie mit Hospitality sieht und Airlines, die sind ja auch Hospitality irgendwie. Einige Fluggesellschaften haben ja noch so ein bisschen den Kunden im Vordergrund, dass es dort um Hospitality geht. Und da fand ich das halt lustig zu erwähnen. Aber im Umkehrschluss gibt es natürlich auch bei Delta Starbucks Punkte. Wenn man da nämlich zwei Stars, wenn man die bekommt, wenn man die bei Delta SkyMiles bekommt, SkyMiles, habe ich es SkyMiles gesagt? Ich habe SkyMiles gesagt, ne? Aber ich denke mal, dass das ein interessantes Ding ist, denn die Partnerschaft gibt es auch seit 2022 im Oktober. Ich hatte das wirklich nicht auf dem Schirm und es wird jetzt geändert ab 12. Juni zu dieser neuen Regelung. Und da ist es halt wirklich so, dass man halt 200 Punkte bekommt für die 100 Dollar. Und es gibt halt es gibt Starbucks doppelte Punkte, wenn man einen Starbucks besucht und dann am selben Tag auch fliegt. Das war das. Und das ist halt eher so etwas aus dem Bereich Lustigkeiten und so weiter, Neckigkeiten, die es sonst nicht braucht. Ich wollte es euch nur einmal gesagt haben,
nur natürlich, um die 20 Minuten voll zu kriegen, um euch nochmal den Hinweis zu geben auf den Stammtisch und um euch nochmal zu sagen, Kanal mitgeschafft, Glocke, Like da lassen und denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und natürlich für euch, wie immer, den Abspann. Also, bis dann. Ciao. Thank you.